Ich finde es spannend, in einen Raum reinzukommen und sich zu überlegen, was könnte man da machen. Ist das was für eine Aufführung? Ist das was für eine Ausstellung? Ist das was für ein Konzert? Wie ist die Atmosphäre hier? Wie könnte das klingen? Wie fühlen sich die Leute, wenn sie hier reinkommen, wenn wir das dunkel machen? Wie sieht das aus? Und dann fängt das an im Kopf und dann überlegt man sich, was passt hier rein, was kann man hier machen? Und das finde ich spannend. Wer in ein Müllheizkraftwerk geht, an einem Tag der offenen Tür, der muss damit rechnen, dass das Publikum nicht dasselbe ist wie das, was in ein Museum geht oder in eine Galerie. Das finden wir gut. Wir gehen auch dorthin, wo jeder hinkommen kann, also zum Beispiel zu Abluftschächten, wo man dann in Abluftschächte reingucken kann und machen dort Kunst drin. Also wir suchen uns schon Stellen raus, die fernab der Galerienszene sind, weit weg von den Museen, weit weg von den geschützten, sicheren Häusern. Wir wagen uns raus und schauen, was passiert. Diese wahnsinnigen Müllmengen. Und es kommt sofort die Frage auf, muss das sein? Muss es immer mehr Müll sein? Was haben wir damit zu tun? Welche Verantwortung haben wir selbst? Ich meine, ich schmeiß auch wahnsinnig viel weg, viel zu viel wahrscheinlich. Und man muss sich das einfach überlegen. Und wir wollten was machen zu diesem Wegwerfwahn. Und dann, als ich angefangen habe zu recherchieren, habe ich gesehen, dass sich da schon ganz andere Leute damit auseinandergesetzt haben. Der Papst und der ehemalige Bundespräsident Köhler. Alle haben sich damit beschäftigt und sind schon eben zu dem Ergebnis gekommen, dass es nicht unbegrenzt immer so weitergehen kann und das Wachstum nicht die alleingültige letzte Antwort auf alle Fragen und Probleme sein kann. Und wir müssen einfach schauen, wo das Ende des Wachstums ist und was für ein Wachstum wir haben wollen. Ob wir ein qualitatives Wachstum haben wollen, ob es darum gehen muss, wie wir besser miteinander leben und wie wir eine bessere Lebensqualität haben. Jetzt klingst du wie ein Politiker. Ja, vielleicht klinge ich jetzt wie ein Politiker. Deswegen am besten ist einfach, wir machen nur Filme und gucken, wie der Film aussieht und man muss nicht so viel reden. Also ich glaube, wenn man das hier sieht, erstmal konfrontiert mit den Müllmengen und dann aber auch diese Videos, ich kannte das nicht vorher, wenn man diese Videos sieht, wie die einkaufen, wie die Bekloppten, ja, wie die in diesem Rausch in sich reinschlingen und so weiter, diese Extremaufnahmen, das ist ja wie eine Karikatur, das ist ja so überspitzt und so persifliert fast, dass man über die Karikatur vielleicht sensibilisiert wird und nachdenkt, ja, was hat das mit mir zu tun? Bin ich auch so? Gehe ich auch zu Primark und kaufe da ein wie sonst was? Wie anfällig bin ich eigentlich selbst für diese ganzen Versuchungen und Reize, ja, so viel zu kaufen und so viel zu konsumieren? Wie geht es mir selbst damit? Wie geht's dir selbst damit? Ganz selbstkritisch. Was bist du für ein Konsument? Ach, ich habe das Problem mit einem Single-Haushalt, dass ich viel zu viel aus dem Kühlschrank wegwerf. Das muss ich auch noch irgendwie in den Griff kriegen. Mein Sohn hat gestern meinen Kühlschrank ausgeräumt, die ganzen Sachen weggeworfen, die schon länger drin sind. Und ich habe gesagt, hey, das läuft heute ab. Können wir das nicht noch? Und dann haben wir das noch gemacht. Ja, dann haben wir noch Bacon gemacht. Aber ja, ich muss mich auch an der eigenen Nase packen und schauen, brauche ich das wirklich alles? Ja, muss es sein?
Wenn ich Dinge reparieren könnte, besser reparieren könnte, dann würde ich wahrscheinlich mehr reparieren. Aber es ist so wahnsinnig schwierig und ich bin technisch so unbegabt, dass ich die Sachen nicht selbst reparieren kann. Oder vieles kann man ja nicht mal zum Reparieren bringen lassen. Vieles muss man dann kaufen, das ärgert mich. Und es wäre schön, man könnte mehr Dinge einfach bewahren und nicht neu kaufen. Und gerade was Kleidung angeht, auch Sachen noch mal flicken, bin ich jetzt auch nicht der Meister drin. Aber bevor man alles neu kauft. Über Konsum. Was machen denn die Leute heute hier? Haben die jetzt Kunst konsumiert? Ja, das hoffe ich doch, dass sie die Kunst auch konsumieren und genießen. Solange sie sie nicht wegwerfen, das wäre uns sehr wichtig. Ja. Nein, Konsum ist an sich nicht verwerflich und nicht schlimm. Ich bin nicht gegen Konsum. Es geht ja nur um die Exzesse und es geht darum, wie geht man weiter damit um? Muss man so viel wegwerfen und muss man immer mehr konsumieren? Und ist man nur glücklich, wenn man mehr konsumiert? Ist das Kunst oder kann das weg? Ist das Kunst oder ist das Müll? ob unsere Aktion Kunst oder Müll ist, das ist eine Aktion, die Müll zu Kunst macht. Also das ist eine Aktion, die den Müll mit einbezieht und sich drüber hinwegsetzt eigentlich. Und die dahinter schaut. Ja. Also wir schauen in den Müllbunker rein und schauen, was an der Wand projiziert wird. Ja. Die Schrift an der Wand, die berühmte. Und schauen, was darüber hinausgeht.